Grüße ich euch zur ersten Pressekonferenz im Jahr 2024. Ich wünsche euch noch ein gutes, gesundes, glückliches und für 60 München erfolgreiches neues Jahr. Die drei Herren am Podium darf ich begrüßen. Von eurer Seite aus, von links nach rechts, Marc-Nicolai Pfeiffer, unser kaufmännischer Geschäftsführer, in der Mitte unser neuer Cheftrainer Agirios Giannikis. Gut. Danke. Und Christian Werner, unser neuer Sportgeschäftsführer. Und dir, Christian, darf ich auch gleich die ersten Worte geben. Vielen Dank. Grüß Gott. Also, jetzt habe ich mal eine kurze Pause gemacht, weil ich jetzt endlich da bin. Ich glaube, ich werde gar nicht so viel... Ist es vom Mikrofon okay? Ja. Ich werde heute gar nicht so viel wahrscheinlich über mich erzählen. Wahrscheinlich haben Sie ja auch schon ein bisschen Informationen über mich. Ich freue mich, heute da zu sein. Ich freue mich, dass ich hier das Vertrauen bekommen habe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich brenne auf die Aufgabe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass man mir das Vertrauen gegeben hat, bei einem Traditionsverein, bei einem so tollen Verein arbeiten zu dürfen. Ich brenne drauf. Ich habe heute auch schon meine erste Aufgabe zusammen in unserem Team erfüllen können. Nämlich, ich kann heute schon unseren neuen Cheftrainer verkünden. Und freue mich auch, dass das meine erste Aufgabe, dass ich damit heute schon starten kann. Und werde das Wort dann auch gleich übergeben an unseren neuen Cheftrainer. Aber bevor ich das mache, gehört es einfach auch... Es ist für mich ganz arg wichtig, mich zu bedanken, nämlich beim Frank Schmöller und seinem Team, der das hervorragend gemanagt hat in der letzten Zeit, der den Verein extrem unterstützt hat. Und dementsprechend, bevor ich das Wort zu unserem neuen Cheftrainer übergebe, möchte ich dem Frank Schmöller und seinem Team einfach ein herzliches Dankeschön ausrichten. Vielen Dank, Christian, für die einleitenden Worte. Dann darf ich das Wort, wie von dir schon angekündigt, an unseren neuen Cheftrainer übergeben. Und ja, vielleicht erzählst du uns gleich mal, wie es dazu kam, dass du heute hier bei 60 München am Podium sitzt. Ja, servus zusammen. Ich wünsche uns allen eine gute, professionelle und hoffentlich auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Auch ich bedanke mich fürs Vertrauen und bin glücklich, hier sein zu dürfen. Ja, was war ausschlaggebend, dass ich bei 60 München bin? Zuallererst gute Gespräche auf menschlicher Basis. Aber auch fachlich deckungsgleich auf gutem Niveau. Dann natürlich die Größe und die Emotionalität des Vereins von 60 München. Aber auch die tollen Fans, die der Verein hat. Es ist eine Aufgabe, die herausfordernd ist. Ich wollte eine reizvolle Aufgabe. Ja, aber auch schlussendlich die Überzeugung, die totale Überzeugung, dass wir hier erfolgreich arbeiten können, dass wir schnellstmöglich auch wieder gute Ergebnisse erzielen können. Das waren die Kriterien, warum ich für mich entschieden habe, heute hier sein zu wollen. Und ich freue mich auf die Aufgabe. Danke. Danke auch dir. Dann darf ich euch das Wort übergeben. Auch in diesem Jahr würde ich euch bitten, kurz abzuwarten, bis ihr das Mikro habt und eure Fragen dann ins Mikro zu stellen. Wer möchte heute beginnen? Dann beginnen wir bei Christoph Leischwitz. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen in die Runde. Vielleicht können Sie kurz noch erklären, wie es jetzt dann doch letztlich ja recht schnell ging mit der ersten Amtshandlung, wie der Ablauf war in den letzten 2, 3, 4, 5 Tagen. Sehr, sehr gerne. Also den Vorteil, den es hat, dass ich quasi schon seit Monaten Ihnen in der Möglichkeit gewesen bin, den Verein zu begleiten, auch zu unterstützen, hat mich natürlich dazu gebracht, dass ich im Hintergrund meine Aufgaben so gut erledigen konnte, wie das der Situation geschuldet war. Dementsprechend konnte ich im Hintergrund, was einfach auch mein Job ist, mich mit vielen Trainern austauschen in den letzten Wochen und Tagen. Und wir haben ein klares Aufgaben- und Anforderungsprofil skizziert und
haben dann nach diesem Anforderungsprofil dann auch die konkreten letzten Gespräche geführt. Was in der Branche völlig normaler Usus ist, sind wir von der Longlist sehr schnell zur Shortlist gekommen, weil natürlich auch wir uns der Situation absolut bewusst sind und haben dann in den letzten Tagen ganz konkret auch die letzten finalen Trainerkandidaten haben mit uns den auch getroffen und die finalen Gespräche dann auch geführt und habe dann die Entscheidung getroffen und habe mir da die Unterstützung natürlich dann der Gremien und aller wichtigen Personen dann auch eingeholt, sodass wir dann auch heute sehr schnell loslegen können. Ich glaube, wir sind uns alle einig da drin, dass wir wenig Zeit für die Vorbereitung haben. Jeder Tag, den wir jetzt vergeuden mit einer Übergangsphase, ist für uns brutal gefährlich für die Mannschaft, für den Verein. Und dementsprechend war es mir wichtig, eine schnelle Lösung zu finden. Und jetzt kommt das Gute zusammen. Dadurch, dass ich mit Vorbereitungszeit auch hatte, ist es nicht eine schnelle, sondern ich bin zu 100% überzeugt, dass es eine wahnsinnig gute Lösung ist. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir den Trainer dann auch heute, genau diesen Trainer heute präsentieren können. Servus an den Trainer, meine Frage, wie spricht man sie eigentlich aus? Das ist für mich zumindest ein kleiner Zungenbrecher. Yannickis, oder liege ich da richtig? Yannickis ist natürlich die griechische Aussprache, die ist natürlich top korrekt, ne? Aber es hat sich hier in Deutschland eingespielt Giannickis, also ich kann mit beiden sehr gut leben. Wenn sie natürlich ganz nah in Griechenland sein wollen, dann auch gerne Yannickis, ja, aber mit Giannickis bin ich fein. Ruben Stark von der Abendzeitung. Auch von mir, hallo in die Runde. Herr Werner, wie haben Sie den offiziellen Part Ihrer Einstellung erlebt rund um diese Kontroverse mit der Pressemitteilung, die nochmal neu und verändert dann gesendet wurde und all dem, was drumherum geschah? Und daran anschließend, was glauben Sie, mit welcher Voraussetzung Sie in diesem schwierigen Umfeld mit den beiden Gesellschaftern jetzt starten? Ja, für mich ist es ganz arg wichtig, überhaupt nicht zurückzuschauen. Ich werde weder den Prozess bewerten, noch ihn kommentieren. Für mich geht einzig und allein der Blick nach vorne und ich glaube, da tun wir ganz gut dran, uns jetzt auf die Aufgaben zu konzentrieren, die uns vor der Brust liegen. Dementsprechend, für mich geht es nur darum, die Aufgaben so zu erfüllen, dass wir schnellstmöglich die Punkte sammeln, dass wir die Klasse halten. Ich habe richtig viel vor der Brust. Wir im Team haben richtig viel vor der Brust. Und folgerichtig werde ich keine Sekunde dran verschwenden, in irgendeiner Art und Weise diesen Prozess jetzt noch lange zu kommentieren oder für mich auch noch zu verarbeiten. Ich bin froh und stolz, da zu sein und bin dankbar für das Vertrauen. Und legen wir los, oder? Herr Yannickis, warum haben Sie keinen Co-Trainer mitgenommen? Das Zweite, brauchen Sie Verpflichtungen, Neuverpflichtungen, um die Mannschaft eben flott für den Klassenerhalt zu machen? Ja, ich würde mir das Trainerteam mal gerne anschauen. Wir starten so, wie es ist. Ich kenne zum Beispiel Jörg Mikolajt, der ein Athletiktrainer ist von Ingolstadt. Insofern habe ich eine Bezugsperson im Trainerteam, den ich schon einschätzen kann. Ich habe eine positive Rückmeldung bekommen, was die Fähigkeiten und die Qualitäten des Torwarttrainers und Co-Trainers betrifft. Insofern ist es für mich für den Start okay. Und zweite Frage war? Die zweite Frage war, ob Sie den Kader verstärken müssen, um den Klassenhalt dann auch am Ende zu garantieren. Ja, ich denke, wurde eine Vorarbeit geleistet. Natürlich glaube ich, dass wir auf der einen oder anderen Position eventuell auch da tätig sein werden. Herr Yannickis, Sie bringen keinen Co-Trainer mit. War das keine Voraussetzung für Sie, hier anfangen zu dürfen? Und offensichtlich ja nicht. Warum nicht?
Wissen Sie, ich habe in Rot-Weiß Essen habe ich auch keinen Co-Trainer mitgenommen. Ich bin offen für neues Input. Ich bin ein Trainer, der gern viel auf dem Platz macht. Mir ist die menschliche Schiene wichtig, aber das wird sich die nächsten Tage dann auch zeigen. Wie gesagt, ich habe eine gute Rückmeldung vom Verein bekommen. Ich habe ein gutes erstes Bild machen können, schon im Trainerteam im Gespräch. Und mein Trainerteam ist in Griechenland und die Sprachbarriere ist ein Argument für mich, dass ich es nicht in Betracht gezogen habe, dass ein Trainer hier arbeitet, der die deutsche Sprache nicht mächtig ist. Insofern. Herr Werner, dann nochmal eine Frage an Sie bezüglich den Kader. Mit Tarsis Bonga ist der erste Sommerneuzugang schon wieder weg. Wird es auf der Abgangsseite vielleicht auch noch welche dazukommen? Also klar, auch da haben wir wieder den Vorteil, dass die Kaderstruktur und der Kader mir bestens bewusst sind und ich die Spieler sehr gut kenne. Winterpause, wir werden uns ganz strukturell im Team überlegen, wo wir Modifikationen anstellen können, werden, müssen. Das jetzt zu prognostizieren ist schwer. Das ist dann auch, hängt natürlich auch im Komplex damit zusammen, was können wir auch an Neuzugängen auch noch zusätzlich bekommen. Wir sehen schon auch Möglichkeiten, Sachen zu verändern. Wir wollen Sachen auch verändern, weil die Grundkonstruktion jetzt auch keine ist, in der wir zufrieden sind. Also abschließend beantwortet, kann passieren, sind aber noch keine Gespräche geführt worden. Additiv noch dazu, ich glaube, dass wir einfach auch in diesem Kader viele Potenziale haben. Deswegen natürlich auch eine Trainerentscheidung, wo wir sagen, wir haben einen inhaltlich, fachlich hervorragenden Trainer, der Potenziale auch herauskitzeln kann. Und dementsprechend hat jetzt natürlich mit dem neuen Trainer auch jeder Spieler diese Chance verdient, diese Chance zu nutzen. Trotzdem natürlich auch mit einer veränderten Konkurrenzsituation kann auch ein Abgang auch mal dazugehören. Herr Werner, Sie haben gesagt, Sie möchten nicht zurückschauen. Verstehen wir natürlich. Die Fans interessiert es natürlich aber trotzdem, wie Sie die letzten Monate erlebt haben hier bei 60. Sie haben schon im Hintergrund mitgearbeitet, wie Sie sagen. Trotzdem waren Sie nicht offiziell im Amt. Es gab ja auch verschiedene Berichte, dass eben Teile der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt Sie einstellen wollten in einer gewissen Rolle. Wie haben Sie das erlebt? Warum sind Sie trotzdem immer noch bei der Stange geblieben bis zum heutigen Tage? Weil, und es ist auch schön, dass ich dafür mal die Gelegenheit habe, da auch zu reagieren, weil ich ganz viele wertvolle und wertschätzende Gespräche hatte mit allen oder mit ganz vielen relevanten Menschen. Und die waren inhaltlich von der ersten bis zur letzten Sekunde extrem wertschätzend. Und das ist eigentlich auch alles, was ich zu dem Prozess noch additiv hinzugebe. Weil das ist für mich ganz arg wichtig. Eine Ablehnung in zwischenmenschlicher, inhaltlicher Geschichte habe ich nie so empfunden. Und jeder in diesem Prozess ist mit mir sehr wertschätzend umgegangen. Christoph? Ja, noch eine Frage an Herrn Giannikis. Sie werden ja jetzt gerade 90 Minuten vor dem ersten Testspiel quasi vorgestellt. Wie lange befassen Sie sich denn schon mit dem Kader und was ist Ihnen wichtig? Worauf werden Sie heute besonders achten? Was wollen Sie von der Mannschaft, von den einzelnen Spielern sehen? Wie lange befasse ich mich? Ich habe das Spiel in Mannheim zufällig live im Stadion gesehen. Ich habe jedes Spiel auf Video gesehen, bevor ich eine Entscheidung treffe, mich committe für ein Projekt, möchte ich dann die maximal möglichen Einblicke auch haben. Was erwarte ich? Ich bin total unbefangen. Ich möchte den gegenwärtigen Moment sehen, den Zustand sehen. Ich habe mit Frank schon gesprochen kurz, was die Inhalte waren, wie er das Spiel angehen will. Ich erwarte einfach einen Ersteindruck zu bekommen von der Mannschaft und das ist mir wichtig. Kennenlernen ist
das Erste, was auf dem Plan steht. Ich habe die Geschäftsstelle schon kennengelernt, das Trainerteam kennengelernt. Aber jetzt ist der wichtigste Part natürlich die Mannschaft als Nächstes. Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, in dem Spiel jetzt vor Ort hier nah an den Spielern dran zu sein. Mit einer kurzen Ansprache nach dem Spiel mich auch kurz vorzustellen, sodass man morgen dann auch konkret in Inhalte reingehen kann. Ganz kurze Folgefrage. Wie war denn dann zum Beispiel Ihr Eindruck von dem Mannheim-Spiel? Ja, ich glaube, die Mannschaft kann führen oder muss sogar führen und ja, unglücklich verloren. Aber man hat natürlich schon gesehen, dass hier und da die Verunsicherung zu spüren ist. Es ist normal, wenn man jetzt die letzten vier Spiele verloren hat, kein Tor geschossen hat, dann natürlich, dass dann nicht alles leicht von der Hand geht. Ja, und das wird natürlich die erste Aufgabe sein, den Rucksack kleiner zu machen, einen Prozess der Stabilisierung einzuleiten. Wo wir alle dann im Umfeld und in der Mannschaft das Gefühl haben, dass wir wieder kontinuierlich punkten können. Das ist ein großer Prozess. Da sind Werte natürlich wertvoll wie Beharrlichkeit, Geduld, Mut. Ja, das ist ganz wichtig, dass sowas dann auch eingeleitet wird. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass dieser Prozess der Stabilisierung der größte Prozess ist, der jetzt wichtig ist. Darauf aufbauen kann man sicherlich dann das eine oder andere hinzufügen, dass irgendwann auch auf dem Platz ein Fußball zu sehen ist, wo dem sich jeder wiederfindet, Spieler, Umfeld, Fans, wo vielleicht irgendwann auch den Spaßfaktor erhöht und auch Emotionen jetzt wie Hoffnung auf mehr oder auch Stolz wieder im Löwenherz dann aufblühen lassen. Ja, aber wichtig ist jetzt erstmal Kennenlernen, Stabilisierung, diesen Prozess einzuleiten. Da haben wir nicht viel Zeit, aber die gilt es zu nutzen. Konstantin? Herr Giannikis, Sie kennen die sportliche Situation. Sie haben gesagt, Sie haben die Spiele gesehen. Die Löwen stecken mitten im Abstiegskampf. Warum hält die Mannschaft mit Ihnen die Klasse? Weil ich überzeugt bin, dass die Mannschaft viel mehr Potenzial hat, als sie es gezeigt hat. Weil ich überzeugt bin, dass ich neue Reize setzen kann. Das habe ich schon speziell in Essen, die in der vergleichbaren Position waren oder sogar ein bisschen brisanter war damals die Situation. Ein ähnlicher Verein mit Tradition, mit Wucht, mit tollen Fans, haben wir es geschafft, die Mannschaft schnellstmöglich zu stabilisieren. Ja, und wie gesagt, ich glaube, in der Mannschaft steht noch viel mehr Potenzial, dass wir Schritt für Schritt sukzessive rauskitzeln können. Hallo, einmal in die Runde. Jetzt kommen Sie im Winter, Anfang neues Jahres. Die Saison haben wir noch zur Hälfte. Was ist danach? Sind Sie länger hier bei uns, bei den Löwen? Oder ist es eher der Feuerwehrmann, der kurz aushilft und dann wieder eine Reise antritt? Willst du was im Vertrag sagen, soll ich? Gerne beide. Also Vertragsinhalte gebe ich normalerweise nicht preis, aber die Laufzeit, glaube ich, kann man machen, oder? Ein mittelfristiger Kontrakt. ja, aber gut, dass Sie aufs Anforderungsprofil eingehen. Da würde ich dann vielleicht ein bisschen was zu sagen, weil wir natürlich dann auch diejenigen gewesen sind, die den Prozess eingeleitet und dann auch vollzogen haben. Ich glaube, am Ende des Tages geht es nicht um Feuerwehrmann oder nicht Feuerwehrmann. Es geht darum, dass wir einen erfolgreichen Trainer für uns finden, der zu uns und der jetzigen Situation passt. Und das Allerwichtigste ist, dass wir uns gewahr sind, in welcher Situation wir sind. Es geht nicht darum, nur in der Kategorie zu denken, wir haben hier einen Entwickler. Nein, wir haben hier einen äußerst guten Trainer, mit dem wir es schaffen werden, die Klasse zu halten. Und Feuerwehrmann ist auch diese Kategorie Trainer ganz kurzfristig. Wir denken nicht kurzfristig. Wir haben einen Plan. Nach diesem Plan haben wir einen Trainer verpflichten können. Und da waren verschiedene Parameter für uns ganz arg wichtig. Und der Parameter zwischenmenschliche Zusammenarbeit, Wertekanon, war in unseren Gedankengängen auch extrem wichtig. Und folgerichtig, um die Frage abschließend von meiner Seite zu beantworten, Kategorie Feuerwehrmann wäre total übersimplifiziert. Die Kategorie haben wir auch gar nicht gesucht.
jetzt weiter, machen wir bei Ruben gleich weiter. Ja. Herr Nikes, wenn Sie mir einen kleinen Exkurs erlauben. Wenn Sie die Aufgabe bei 60 vergleichen mit der griechischen Mythologie, welche Legende fällt Ihnen ein? Boah, griechische Mythologie. Sie müssen wissen. Löwen muss jetzt kommen. Löwen, das Herkules den Löwen erlegt. Also so gut bin ich da nicht. Ja, keine Ahnung, was ist deine Erfolgsgeschichte? Ich bin da, wie gesagt, zwar Grieche, aber jetzt keine Erfolgsgeschichte, was, wo mit Schwierigkeiten, wo Schwierigkeiten überwunden worden sind. Keine Ahnung. Es gibt ja die unterschiedlichsten, von Herkules über Odysseus und so weiter. Aber ich glaube, wir werden mal unsere... war nur ein Exkurs. Ja, Exkurs. Ich glaube, wir tun gut daran, unsere Geschichte zu schreiben, den Löwen zu erwecken. Ja, und unser eigenes Mythos dann zu generieren. Aber neu, das ist jetzt ein bisschen geflaxt, aber wie gesagt, das Löwenherz oder den Löwen zu erwecken, würde ich mal sagen. Hey Janikis, was nehmen Sie denn von Markus Kaczynski mit? Sie waren ja lange Jahre sein Co-Trainer. Haben Sie mit ihm vielleicht auch vorab telefoniert? Gab es irgendwelche Gespräche? Haben Sie sich bei Gino Litteri erkundigt? Noch nicht. Gino Litteri war mein Co-Trainer bei Athen, habe ich noch nicht gemacht, das stimmt. Nein, auch bei Markus habe ich nicht über 60 nachgefragt, weil 60 ist mir ein Begriff. Ich habe gegen 60 öfters gespielt. Der Verein ist mir bekannt. Was nehme ich von Markus mit? Markus ist ein kompletter Trainer. Wir haben sehr erfolgreich in Karlsruhe zusammengearbeitet. Ich schätze ihn menschlich und fachlich sehr. Ich glaube, nach einer langen Zeit, in der man zusammenarbeitet, fließen die Sachen ineinander über. Die Sachen, die man dann adaptiert vom Nebenmann. Du kannst von so einem Trainer immer was in allen Bereichen mitnehmen. Johannes? Ja, Werner, vielleicht noch zum zeitlichen Rahmen und zum Ablauf der Trainersuche. Wann gab es denn den ersten Kontakt mit Gianni Janikis? Wie schnell ging es am Ende des Tages? Also zu meinem Job gehört es dazu, mich immer ständig mit Trainern auszutauschen. Und vor allem dann auch mit den Trainern auszutauschen, wo man einen sehr guten inhaltlichen, wo man sich sehr gut über Inhalte austauschen kann. Der Prozess ist, nehme ich Sie mit, der ist immer fließend. Dementsprechend sind wir auch fließend immer und im Austausch gewesen, kontinuierlich. Konkrete Gespräche gab es jetzt erst zum Schluss. Und wir hatten am Montag ein intensives Gespräch, wo wir dann auch final Gespräche führen konnten. Eine Frage an Dr. Werner. Was ist jetzt Gerne. Für Sie der Unterschied zwischen Sportdirektor und Sportgeschäftsführer? Warum ist jetzt Ihnen dieser Titel so wichtig? Beziehungsweise Sie haben ja auch mitbekommen, was in den letzten Wochen und Monaten hier los war und das ja gewisse Dinge dann auch blockiert hat. Und ich sage mal so, ich glaube schon, dass es besser für 60 gewesen wäre, wenn das alles früher abgelaufen wäre. Und was ist für Sie jetzt der Unterschied zwischen einem Sportgeschäftsführer und einem Sportdirektor? Also, dass es da natürlich inhaltliche Unterschiede gibt, ist offenkundig. Ich habe aber vorhin auch, bin ich schon auf zwei Fragen eingegangen und bin einfach auch noch einmal ein bisschen ausführlicher geworden. Ich möchte jetzt einfach diesen Blick jetzt gar nicht mehr zurückwagen. Ich bin jetzt hier als Sportgeschäftsführer. Ich bin stolz darauf, da zu sein. Ich sehe, dann gebe ich jetzt doch einen kleinen Ausblick, ich glaube, dass ich genau in der Rolle auch bin, um Sachen voranzutreiben, um konkret Sachen auch mitbestimmen zu können und freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit in dem Team, in dem ich bin. Folgende Frage noch, wie ist der Austausch jetzt mit Marc Pfeiffer, der hat sich ja damals mehr oder weniger auch akquiriert als Sportdirektor, wie ist das Verhältnis zu ihm, jetzt können Sie das beschreiben? Sehr gerne, von Anfang an sehr vertrauensvoll, sehr positiv und auf allen Ebenen, jetzt fehlen mir fast die Attribute, um das noch dann auch additiv nochmal zu beschreiben, also ich bin einfach sehr froh über die Möglichkeit, mit Marc jetzt auch zusammenarbeiten zu dürfen. Und ja, können wir einfach sagen, ich glaube, dass es sehr fruchtbar und sehr gut ist. Ein bisschen weiter.
daran anknüpfend, setzen Sie sich in irgendeiner Form dafür ein, dass das über den Sommer hinaus auch eine Zusammenarbeit wird? Ist nicht mein Thema. Ist nicht mein Thema. Ich kann als Geschäftsführer, ist das ein Gesellschafterthema und da kann ich, ist nicht meine Baustelle. Ich kann einfach nur das betonen, was ich eben gerade auch auf die Frage vom Oliver Chris geantwortet habe, dass unser Austausch, unsere Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und wir ein gutes Verhältnis, bis sehr gutes Verhältnis einfach haben. Um mal den Herrn Pfeiffer auch mit ins Boot zu nehmen. Vielen Dank, Statist. Wir hatten ja auch eine turbulente turbulente letzte Monate und Wochen hier bei 60. Wie froh sind Sie, dass diese zwei Positionen neben Ihnen und unter Ihnen jetzt besetzt sind und wie blicken Sie auf die Zusammenarbeit voraus? Ja, ich bin erstmal sehr froh, dass die Schlüsselpositionen besetzt sind. Aber das ist, glaube ich, unabhängig von mir persönlich zu sehen, sondern bezogen auf 60 München, bezogen auf die aktuelle Situation, aber auch auf die Langfristigkeit. Von daher aus, ich habe immer gesagt, dass es nicht um mich persönlich gehen darf, deswegen lassen wir heute meine Emotionen und Gefühligkeiten gerne raus, sondern freuen uns, dass die beiden da sind. Wie gesagt, Christian hat ja schon ein bisschen aus der Zusammenarbeit berichtet. Ich nehme auch Christian als sehr emsig, fleißig, willensstark, konzeptionell, positiv, nach vorne denkend war. Agi habe ich auch schon sehr lange im Blick, damals noch eine Ausrüsterzusammenarbeit beim KSC wahrgenommen. Von daher aus, wie gesagt, ich kann mir das in dem sportlichen Bereich sehr gut vorstellen, dass die Zusammenarbeit hier gut funktionieren wird, auf Kollegialität, auf ein gutes Miteinander fruchtet. Und ich glaube, in einem bewegten Umfeld, in einem emotionalen Umfeld ist es wichtig, dass du halt im Team, im Innenverhältnis Loyalität, Vertrauen, ein gutes Miteinander empfindest und auf der Basis dann halt gut zusammenarbeiten kannst. Und das habe ich auch am Montagabend dann so aus der Draufschau mir gedacht, dass das einfach gut funktioniert. Die Chemie ist vorhanden, die Inhalte sind vorhanden und zusammenfassend, wie gesagt, freue ich mich für 60 München, dass die Arbeit jetzt auch aufgenommen werden kann und inhaltlich dann auch weitergeht. Herr Janikis, mit welchem Spielsystem kann man bei Ihnen rechnen? Weil es geht um einen Abstiegskampf, 60 ist mit im Abstiegskampf. Sie sind ja, glaube ich, prinzipiell schon so ein Konzepttrainer, der sehr viel Wert legt auf guten Fußball, auf gepflegten Fußball. Wie glauben Sie, dass Sie die Mannschaft retten können? Um das Abschließend zu beurteilen, muss ich mir erstmal ein Komplettbild von der Mannschaft machen. Prinzipiell bin ich natürlich ein Trainer, der aktiven Fußball mit hoher Intensität spielen möchte. Auch ist mir eine taktische Disziplin enorm wichtig, sprich eine Balance zwischen Offensive und Defensive, was natürlich in Ihrem Wort Abschießkampf natürlich umso wichtiger ist. Ja, und das wird ausschlaggebend sein. Ich meine, im Endeffekt musst du Spiele gewinnen, musst du punkten, kontinuierlich punkten. Die Mannschaft hat 18 Tore geschossen, das ist wenig. Das heißt, wir müssen es schaffen, den gesamtmannschaftlichen Offensivgedanken zu verbessern und eine Balance herzustellen, dass eine stabile Struktur auf dem Platz entsteht. Und das wird enorm wichtig sein. Dr. Werner, Joel Schwarz ist ja so ein bisschen das Sorgenkind von 60 München. Er ist immer noch, glaube ich, in Holland. Wann stößt er wieder zu 60 München dazu? Wann ist er wieder vor Ort? Wann kann er seine Reha hier absolvieren? Also Sorgenkind nehme ich mal raus, nämlich ein ganz toller Spieler. Mein Infostand, Marc, korrigier mich, ist, dass er zeitnah wieder nach München stößt und dann hier auch hoffentlich zeitnah dann auch wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen kann. Inwieweit, in welcher Form, ist, glaube ich, Marc nochmal mit besseren Informationen ausgestattet. Ja. Ganz kurz ergänzend, tatsächlich haben wir dem Wunsch von Joel kurz vor Weihnachten entsprochen, die Reha in den weiteren Zügen dann auch in Holland fortzusetzen, in einem vertrauten Umfeld, mit Menschen, mit denen er in der Vergangenheit bei Verletzungen schon eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Wir haben das engst abgestimmt im Medizin, im Physiotherapeuten und im Trainerteam und sind einfach zu der Conclusio gekommen, dass einfach auch das Umfeld, das Zuhause, die Heimat auch vielleicht sozusagen die Psyche nochmal positiv beeinflusst und den Prozess positiv zu beschleunigen.
wir haben jetzt gesagt, dann auch mit dem Eintreffen von Christian, von Agi, dass wir dann auch uns wünschen, dass Joel wieder hier ist und die letzten Meter dann in der Reha auch hier zu Ende führt. Dementsprechend wird Joel ab Samstag hier in München wieder am Start sein. Und dann werden wir gemeinschaftlich alles daran setzen, dass er auch mit der Platzarbeit baldmöglichst anfangen kann. Dann haben wir ganz hinten noch eine Frage. Ganz kurz, vielleicht noch eine Anschlussfrage daran. Wie weit ist es dann in dem Prozess, wieder auf den Platz zurückkehren zu können? Ich glaube, das ist von uns nie der Fall gewesen, dass wir hier irgendwie Wasserstandsmeldungen abgegeben haben in einem sehr komplexen Prozess. Von daher raus, wie gesagt, wir werden alles dran setzen in einem guten Team, das wir haben, an Medizinern, Physios und Athletiktrainer, alles daran zu setzen, dass der Spieler zurückkommt. Aber da wir halt über Menschen und nicht über Maschinen sprechen, wollen wir da auch, wie gesagt, keine Prognosen rausgeben. Hallo, Boris Manns von FUPA. Ganz kurze Frage und zwar zu Frank Schmöller nochmal. Sie haben sich eingangs schon bedankt. Wie geht es jetzt für ihn weiter und geht der wieder zurück zu U21 direkt? Und vielleicht auch an den Trainer, wie war die Aussprache mit ihm oder wie waren die Gespräche mit ihm? Gab es schon Kontakt oder wie habt ihr euch unterhalten? Also kurz von meiner Seite, ich war vor ein paar Tagen mit Frank essen und habe mich im Namen von uns allen einfach mal herzlich bedankt für die Leistung und für die Arbeit, die er für den Club getan hat. Wir sind da alle einig, glaube ich, dass er in der schwierigen Phase dem Verein unter die Arme gegriffen hat. Und wir haben natürlich jetzt auch die Situation, heute noch Spiel, wo er uns auch noch mal komplett unterstützt. Und danach kehrt er zur U21 zurück, zu alten Aufgaben. Wird aber in der Zukunft natürlich auch ein wichtiger Teil sein. Gerade ein Teil meiner Überlegung, meiner Philosophie ist natürlich auch die Verknüpfung Jugend, Übergangsmannschaft und Profis. Und dementsprechend ist die Importanz von Frank ganz klar gegeben. Und ich bin einfach froh, dass wir ihn im Team haben. Ja, meine Antwort. Ich habe mit Frank kurz gesprochen. Wir konnten uns kurz austauschen, 2-3 Minuten zum Testspiel. Werden uns nach dem Testspiel nochmal zusammensetzen und das Ganze dann ausführlicher betrachten. Und seine Meinung ist mir klar wichtig. Die werde ich auch einholen. Herr Janikis, es waren jetzt unter Frank Schmöller auch einige junge Spieler dabei, die sich bewähren durften. Werden die nach ihrer Vorstellung erstmal dabei bleiben? Schauen Sie sich die erstmal an, bevor Sie entscheiden, wie das weitergeht? Ja, ich würde mir alles anschauen, das ist klar. Im Endeffekt geht es um Qualität. Es geht nicht um jung oder alt. Es geht darum, wer bringt die Qualität mit, für so einen tollen Verein 60 München zu spielen und die Inhalte am besten auf den Platz zu bringen. Und ja, ich bin Trainer, der schaut nicht unbedingt aufs Alter. Er schaut auf gut oder schlecht oder ja. Ich bin Inhalten, ich setze sie gut um und das sind die Kriterien, die wichtig sind. Leistungsmerkmal ist Alter nicht. Ich frage deshalb, weil das Spieler waren, die in der Hinrunde noch nicht zum Kader zählten. Ja, ich werde mir das Testspiel anschauen, jetzt ein Bild machen und dann werde ich das Ganze mit Frank auch und Christian besprechen dann. Herr Janikis, wie wird man als Zweitligatrainer Trainer des Jahres in Griechenland? Das ist ein Novum, ne? Ja. Speziell im konservativen Land wie Griechenland. Das heißt, da muss das, was da auf dem Platz passiert ist, schon außergewöhnlich gut gewesen sein. Ja, wie es wird, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es war erfolgreich. Wir haben es geschafft, im Team eine Mannschaft oder einen Verein, der in Schieflage geraten ist, abgestiegen ist, extreme finanzielle Probleme hatte, so zu stabilisieren und auszurichten, dass ein direkter Aufstieg möglich war, eine fußballerische DNA zu entwickeln, die in Griechenland gut ankam und erfolgreich war. Und ja, ich glaube, das war ausschlaggebend. Das ist immer eine Auszeichnung für eine Teamarbeit. Du bist nie allein, du bist keine One-Man-Show hier und nirgendwo. Das heißt, da wurde im Team sehr gut gearbeitet und dann hat ein konservatives Land wahrscheinlich entschieden, dass man das so außergewöhnlich gut gemacht hat, dass da irgendwo dann auch das rauskam. Wer hat das gewählt? Waren das Sportjournalisten? Waren das naja, Trainerkollegen? Das ging über Journalisten, genau. Wer hat die bezahlt? Keine Ahnung. Ich nicht. Kann ich nicht, weil das ist alles möglich, oder? Nee, das ist nicht möglich. Das ist ein anderes, ein kleiner Kreis. Das ist schon. Ja.
Sie sind auch ein Trainer, der vor allem auf Jugend auch setzt, oder? Gehe ich richtig in der Annahme, oder? Ich sag mal so, ich scheue mich nicht vor Entscheidungen, die vielleicht unpopulär sind, wenn es der Sache dient. Mir geht es, wie gesagt, um die Qualität, die ein Spieler auf den Platz bringt. Wenn dieser Spieler, der junge Spieler in dem Fall, das auf den Platz bringt, dann wird er spielen, wenn er besser ist als der Mitbewerber. Wenn es ein älterer Spieler ist, dann ist es so. Also wie gesagt, Alter ist kein Leistungsmerkmal, kein Qualitätsmerkmal, ist eine Kennzahl und mehr nicht. Ich schaue, wie gesagt, wer bringt sich für die Sache am meisten ein, wer macht es am besten und der wird den Vorzug kriegen. Was haben Sie denn die letzten zwei Jahre gemacht? Viel unterwegs gewesen wahrscheinlich, Vereine angeschaut, Spiele angeschaut. Was haben Sie in den letzten zwei Jahren gemacht? Ja, es war klar, nach einer intensiven Zeit in Griechenland, Familie ist hier in Deutschland und lebt in Deutschland, Lebensmittelpunkt ist hier. Ich war allein in Griechenland. In der Zeit war die Pandemie. Und in Pandemiezeit ohne Familie, Griechenland oder Süden generell, ist kein einfaches Pflaster. Das heißt, die Intensität und die Schlagzahl ist nochmal einen Tick höher zu bewerten, die man fahren muss. Es war klar, dass ich die Möglichkeit habe, mir etwas länger mich rauszunehmen, mich um die Familie zu kümmern, zu beginnen, Revue zu passieren, was ist passiert, in die Analyse zu gehen. Die Zeit habe ich mir genommen. Und da habe ich mir natürlich sehr viel angeschaut, bin Fußball interessiert, habe mich auf den neuesten Stand gebracht, was Fußball betrifft, habe viele Spiele angeschaut, Deutschland, europaweit eigentlich, und habe für mich in die Gespräche, die ich gegangen bin, immer in Forderung gestellt, dass ich zwischenmenschlich ein Projekt übernehme, das passt, das reizvoll ist, das sportliche Aussicht auf Erfolg hat, und ich freue mich total, dass es dann jetzt mit 60 München so ein toller Club geworden ist. Dann sehe ich keine Fragen mehr, dann kommen wir Richtung Testbüchern. Euch drei vielen Dank, und wir treffen uns dann nach dem Spiel nochmal mit Frank Schmöller hier.